Also tatsächlich, also für mich ist es wirklich eine große Freude, dich zu treffen. Und finde es fraglich, weil das Privileg ja immer ist, dass ich bisher alle treffen durfte, die ich super finde. Ach so. Und bei uns hat es so lange gedauert. Und dann, ach so, ich dachte, dass du jetzt jemanden findest, den du scheiße findest. Und da dachte ich endlich mal, dass du jetzt den treffen darfst. Ja, endlich mal jemanden. Nein, das ist ein großes Privileg für mich, jetzt so ein großes Arschloch mal zu interviewen. Ja, so, genau. Das ist auch schön. Es ist mir eine große Freude. Herr Krause, Hallöchen, Herr Krömer. Sag ich Herr Krömer? Ja, ne? Ja. Ja, bitte. Bitte. Herr Krömer, wie geht's? Ja, gut, gut. Wo gehen wir hin? In der schönsten Stadt auf Erden, Köln. Nee. Kennen Sie Köln? Ja, Köln ist eine schöne Stadt. Köln ist architektonisch ein Vorbild für viele Länder. Für welche Länder zum Beispiel? Weiß ich nicht. Mhm. Was machen wir? Wie sieht das Konzept aus? Ich hab's schon ein paar Mal gesehen. Konzept ist alles total has-been. Es gibt kein Konzept mehr. Das ist Freestyle, das ist Jazz. Haben wir Spesekonto? Was haut der SWR raus? Können wir überall rein und alles kaufen? Das ist, du bist ja selber RBB. Und weißt ja, Entschuldigung, Sie sind ja, Herr Krömer, RBB. Und da wissen Sie ja, dass der Umgang mit Gebührengeldern äußerst, also wie soll ich sagen, vorbildlich verhalten. Und verhalten. Verhalten. So, ja. Ja. Aber gehe ich recht in der Annahme, dass SWR und RBB genau der gleiche Scheiß ist? Bloß halt in verschiedenen Bundesländern? Ich glaube, diese Sendeanstalten sind sich alle sehr ähnlich. Ist so, wa? Ja. Was war deine lustigste Erfahrung im RBB, die du gemacht hast? Du hast ja sicherlich auch mit Redakteuren und Co. dort zu tun. Ist ja durchgehend lustig. Ich bin jetzt seit 15 Jahren beim RBB, glaube ich. Es ist ja immer wie, als wenn man in einer Behörde arbeitet. Ja. Das ist immer, man hat immer so den Reflex, ich könnte mir vielleicht nebenbei auch meinen Pass verlängern oder so. Ja. Weißt du? Ja. Und auch diese elendigen Gespräche, dass man sagt, ich habe einen Vorschlag, könnte eine Serie machen, Western. Dann redet man 5 Jahre lang mit Redakteuren und geht dann raus mit einer Kochshow. Ja. Und ist aber schon so müde, dass man einfach sagt, okay, ich mach dann einfach die scheiß Kochshow. Weißt du? Weil, sei froh, dann gehst du wenigstens raus mit einer Show. Das ist so immerhin was. Viele gehen rein und kommen mit weniger Shows raus, als sie reingegangen sind. Schade, jetzt läuft jetzt voll wie... Sag mal, willst du ein Mikrofon, ein richtiges Mikrofon haben, das man so ansteckt? Ja. Kann man so... Sollen wir ihm ein richtiges Mikrofon geben? Ging ja alles sehr schnell jetzt. Ja, okay. Wir können aber trotzdem weitergehen, weil du... Du wärst beinahe gegen die Laterne. Das wäre richtig lustig gewesen. Ich hätte dich warnen können, aber ich dachte, jetzt macht es gleich rum. Ist tatsächlich so. Hast du sowas schon mal gemacht mit so einem Mikrofon an jemanden ran? Na, einmal zumindest. Ich habe gehört, du willst zum Barbier. Ja, genau, weil, na, kick mal, der Bart ist ja, geht ja gar nicht. Ich habe ja einen TV-Auftritt heute. Ah, du bist also hier ist ja auch TV, das wollte ich jetzt nicht abwertend. Also ich nehme das schon auch ernst, ist ja auch Fernsehen. Aber auf heute Abend freue ich mich ein bisschen mehr. Danke. Weil ich dich ja nicht, sie nicht kenne. Ja. Kennen Sie ja gar nicht. Wir kennen uns noch nicht. Ich kenne Sie ja nur aus dem Fernsehen. Ebenso. Und wir sind uns nie begegnet. Was schade ist. Sie haben mich mal eingeladen und dann konnte ich nicht. Ja. Und in unserem Genre ist es ja so, wenn man mal absagt, weil die Oma gestorben ist, qualvoll, dann ruft das Gegenüber auch nie wieder an. Das weil man halt nicht. Doch. Das stimmt nicht. Wir haben bestimmt eine Einladung von dir bekommen. Ernsthaft eine. Jetzt? Ja. Für die Länge damals. Und dann war für immer, weil halt die Oma qualvoll gestorben ist. Aber dann kommt man auf so eine Liste, wo das heißt, mit denen kann man nicht arbeiten, der ist unzuverlässig. Der hat seine Oma umgebracht. Da stirbt halt mal die Oma. Ja, das ist wegen der Angst vor der schlechten Kamera. Jetzt gibt's ja die Sendung gar nicht mehr. Jetzt ne? gibt's die Sendung nicht mehr, weil du nicht gekommen bist. Warum eigentlich nicht? Weil wir hatten es doch vorhin von RBB und den ganzen öffentlich-rechtlichen. War zu erfolgreich für die deshalb, bestimmt, wa? Ja. War zu erfolgreich. Ich glaube, das war der Grund. Aber jetzt ist das hier so auch schön. Wir brauchen kein Studio. Wir haben auch so Spaß. Nee, wir haben richtig Spaß. Ja. Das ist der schönste Tag in meinem Leben. Ja, das glaube ich. Hier ist der Barbier, glaube ich. Oh, ich würde gerne ein Barbier nehmen. Aber hier kriegt man nur Kölsch. Ach, ist doch so mit Wortwitz, ja? Nein! Das war jetzt,
das darfst du auch nicht machen, weil ich bin ja Komiker, ich verstehe keinen Humor. So. Wenn einer einen Witz macht, verstehe ich nicht. Worüber? Weil ich vielleicht. Lachst du über andere Komiker? Also nicht, wenn sie gegen Laternenpfähle laufen, sondern ja. Wenn sie Programm machen? Nee, lache ich schon, aber ich gucke mir das nicht an. Also, ja, ich gucke mir nicht Comedy an. Ich gehe auch nicht live in so Shows oder so von Kollegen, die ich sehr schätze. Ich mag das nicht. Warum machst du das nicht? Weil es Beruf ist, oder? Ja. Ich kenne auch tatsächlich viele also Musiker, die keine Musik hören. Ja, das ist so. Ja, das ist tatsächlich so. Und das ist auch immer so ganz schwer. Ganz schlimm ist ja, wenn man als Komiker nur seine eigenen Sachen guckt. Das mach, kann ich aber auch nicht. Mach ich auch nicht. Guckst du deine Sachen? Nee, um Gottes Willen. Ich gucke auch keine Fernsehauftritte und so. Ich habe auch, also ich bin so naiv noch, Gott sei Dank geblieben, dass ich das gar nicht mitkriege, dass die Sachen alle gesendet werden, die ich mache. Weißt du, ich mach halt und dann ist weg und dann habe ich damit nie wieder zu tun. Das heißt, also du hast auch nicht so den Drang, so den Kontrollzwang, dass nee. Du sagst, hier, ich möchte sehen, nee, dass man sich das anguckt, so. Wie ich einen Talk geführt habe, um dann besser zu werden, habe ich überhaupt nicht. Ja. Also ich finde mich dann immer gut. Schon vorher. Es ist für das, was passierte, war es gut halt. Ja. Im Nachhinein zu sagen, hätte man hier, hätte man da, ist doch scheiße. Aber das ist eine gesunde Einstellung, finde ich. Ja, mach mal. Aber gerade in diesen Bereichen, wo öffentliche Redakteure natürlich... Kommt der Barbier jetzt raus? Ja, ja, das oder ist ein, gehen das wir ist ein, irgendwann wegen Corona. Rein? Bist du rein? Ich weiß ja nicht, wie das hier läuft. Dann gehen wir rein. Ja? Oder? Okay. So, ich mach dir die Tür auf. Sind wir, ich halte wir, dir sind auf. Sind wir angemeldet oder so? Das stimmt. Hallöchen. Wissen die, hallo. Was war das denn für ein schöner Move? Hallo. Hallo, danke. Moin, hallo, Kurt Krömer. Ich bin der Kunde. Nee, pass auf, ich will eigentlich Bart stutzen. Herr Krömer, ich hänge Ihr Jackett auf, weil das ja, ist ein sehr tolles Jackett. Pass auf, da ist ein Vorschuss drin von 1 Million. Die Ohren, Nase, okay. Den Bart ein bisschen stutzen und hier so rasieren. So, ja. Und vielleicht hier ein bisschen schneiden. Ach so. Ich mach mal das mit dem Mikrofon. Ja, okay. Wenn das okay ist. Ist das in Ordnung, wenn ich Sie anfasse? Ja, ja, mach, fass mich ruhig an. Ich mag das, wenn Kollegen mich anfassen. Tut mir so leid. Zahlt alle der SWR. Ich bin total begeistert, wie du ihm vertraust. Ihr kennt euch ja gar nicht. Nee. Aber ist doch geil. Warst du mal beim Barbier? Ich war mal. Hast du Bartwuchs schon? So gut wie gar nicht. Ich hatte mal einen Oberlippenbart, das hat aber nicht so richtig funktioniert. Und sah sehr traurig aus. Aber ich war mal in Istanbul. Aber du bist wie alt jetzt? 45? 45, ja. Mit 50 habe ich Vollbart. Ich mach das nur ein bisschen toll. Bolze, ne? Richtig ja. Toll. Aber das ist wirklich toll. Und vor allem, Sie sind so schnell und so präzise ja, gleichzeitig. Das ist so eine geile, schnelle Nummer. So wie Männergespräche. Ja. 30 Sekunden. Was ist ein klassisches Männergespräch? Jo, abends, morgen, 8. Jo, alles klar, bis morgen. Bam, fertig. Kann ich nicht mit Ihnen. Bist du so einer? Bist du so ein Männergespräch? Ich rede nicht. Also, ich telefoniere nicht gerne. Ich schicke am liebsten Sprachnachrichten. Weil dann Fakt ist, das Gegenüber kann ja nicht intervenieren. Kann ja. Ich sagen. Ich auch. Und dann hast du halt einen Monolog, schickst den ab und hörst dir dann aber nicht an, was der sagt. Weißt du? Und hast du eine Regel, wie lange eine Sprachnachricht sein darf? Ich habe mit meiner Freundin Cordula Strattmann, die hat sich sehr gefreut. Die hat mir mal eine Nachricht geschickt, die war 8 Minuten lang. Und dann hat sie sich entschuldigt dafür, dass sie so lange ist. Und ich habe gesagt, du darfst es machen. Und die schickt mir jetzt teilweise Sprachnachrichten, die sind eine Viertelstunde lang. Und es nervt schon. Es ja, ist schon Viertelstunde ewig lang, ist aber ich habe es jetzt versprochen. Wir können Cordula Strattmann später eine Sprachnachricht machen. Sehr gerne. Hast du die schon gehabt in deinem Programm? Ja, ja. Das ist eine meiner Lieblings. Es waren alle schon da, ne? Ja. Das Schöne an dem hier ist, das sind ja wirklich nur Leute, auf die ich Bock habe. Und das ist bei dir ja ist ähnlich. Ist so, ja? Ja, definitiv. Ist das jetzt dein Ernst? Ja. Ach so. Ja, ganz klar. Und, weil ich verstehe ja Humor nicht. Weißt du? Also, verstehe das. Und bei dir ist es so? Das kannst du voll verarschen. Geht voll drauf ein. Das glaube ich nicht. Doch. Du bist doch. Also geh mal rüber, hol mal die Gewichte für die Wasserwaage oder so. Fall ich voll drauf rein. Dann gehe ich rüber und dann komme ich zurück. Haben die nicht. Ernsthaft? Kurt, das WLAN-Kabel liegt auf deinem Knie. Guck mal, du guckst hin, ist ja unfassbar. Du bist wirklich einfach zu verarschen. Stimmt. Aber süß auch ein bisschen. War denn jetzt schon was Interessantes dabei, was wir nehmen können? Aber wir sind im Grunde durch. Ja? Nee, du musst ja noch ein Hemd kaufen. Und ich ja. Möchte auch noch... Ein Hemd, ich brauche unbedingt ein Hemd. Also wir haben es noch gar nicht gesagt, du bist später bei unserem gemeinsamen Freund Thorsten Sträter ja. Zu Gast. Warum kennen wir uns? Also warum sehen wir jetzt... Wie lange bist du dabei? Auch schon 30 Jahre oder 20. So? 20. 20 etwa. Warum haben wir uns nie gesehen? Das ist eine gute Frage und ich bin mir sehr sicher, dass zumindest zur Late-Night-Zeit wir dich sehr oft eingeladen haben. Nee, einmal wirklich. Das kann ich meine Oma gestorben und ihr habt euch lustig gemacht noch. Ja, stimmt. Stimmt, ich erinnere mich, war eine gute Nummer.
Das ist selbst schuld, habt ihr geschrieben oder irgendwie sowas. Oder freut uns oder so. Geschieht dir recht. Auch. Hoffentlich ist ein Erbe da. Ah, das tut mir leid mit der Oma. Wann war denn das? Meine Oma ist für Einladung, glaube ich, schon 7-8 Mal gestorben. Der schmiert dir Patex ins Ohr. Werden so die Haare weggemacht? Ja, ja. Seht ihr das? Aber ist geil, weil es Gold ist. Aber wird er jetzt Schmerzen haben? Ein bisschen. Ein bisschen. Macht Ihnen das auch ein bisschen Spaß, dass er Schmerzen hat? Ja, wir die meine Mutter hat Husten. Die. Ah! Yes, oh, da war aber. Dann machst du. Wow. Ah! Yes! Oh Gott, oh Gott! Oh, das tat beim Zugucken weh. Aber hey, wenigstens hast du noch deine Würde. Hat die Kamera das? Nee, das müssen wir nochmal machen. Nicht, dass ihr jetzt sagt, die Akkus waren leer. Kriegt ihr einen auf die Schnauze. Jetzt hier, ja? Ja. Ich komm mit, Kurt. Ja. Ja, guck mal. Jetzt können wir wieder sprechen. Ja, jetzt können wir wieder sprechen. Sehr schön. Ach, guck mal, jetzt kriegst du noch das Gesicht gewaschen. Wollen wir uns nicht das Gesicht mit der Handtuch, ne? Pierre, das ist meine Freude. Ich bin ja älter. Aber nicht viel. Naja, aber zwei Jahre. Nicht älter. Ich habe dazu gestimmt. Ja, stimmt, du hast völlig recht. Ich kann auch zum Beispiel ja sagen, wir hören auf. Wir gehen wieder zum Sie. Dann einigen wir uns auf Duzen auf Zeit? Ja. Okay. Vielleicht sagen wir so, du, Herr Krause. Das finde ich gut. Umgekehrt mag ich auch. Weil sonst ist es, wir kennen uns ja nicht. Nee, ich finde es aber schade. Aber jetzt kennen wir uns ein bisschen. Aber ich habe ja deine Sachen immer geguckt. Oh, jetzt kommt der Tuch. Ach, jetzt kommt der interessante Teil und Sie machen im Mund tot. Mit so einer Guantanamo-Nummer hier. Die wollte ich gerade loben. Ja. Toll. Was wolltest du gerade sagen? Nee. Nee, lass ihn noch mal sprechen jetzt. Was wolltest du gerade sagen? Ich vergessen. Das Gute ist, wenn irgendwas passiert, kann immer noch ich als Gast zu Sträter. Tschüss, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Oh, ich riech euch alle wieder. Ciao, mach's gut. Vielen Dank. Bis nächstes. Hier, ne? Bis genau. Sieht sehr gut aus, auch bei Tageslicht. Ja, ich fühle mich auch leichter. Also, ich rieche auch wieder mehr. Oh, das ist schön. Kaufst du mir das? Was willst du haben? Naja, die haben die, das vielleicht. Okay. Weil die hat ja jeder. SWR. Ist oh, wirklich, ja. Wünsche wären wahr. Ja. War beim Barbier gewesen, jetzt krieg ich noch ein Spielzeug. Wie viel hat das gekostet? 9,99 Euro. Oh, danke. Vielen Dank. Ach so, wobei, ich habe das bezahlt, ne? Ja? Ja. Hier, für dich. Oh, danke. Sollst ja nicht ohne, soll nicht zu deinem Schaden sein hier. Schön, oder? Toll, richtig schön. Naja, weil das hat ja nicht jeder. Nee, es hat wirklich diese jeder. Katze, da hat ja jeder. Und das geht das ist ja mit Solar. Das heißt, diese Katze, das ist ja Ramsch. Ja. Aber das hier ist ja Premium. Das ist im Grunde das Manufaktum unter den Asia-Läden. Ja. Ja, heute ist der schönste Tag in meinem Leben. Hier stinkt's aber. Entschuldigung. Und bist du denn zufrieden jetzt mit dem, was wir schon gedreht haben? Ich würde so gern viel mehr Zeit mit dir verbringen, ist aber wir sind natürlich jetzt ein bisschen so, wo man sagt, ach, das ist ja schön, oder denkst du dir jetzt, jetzt reicht mir das erstmal wieder für die nächsten 20 Jahre? Überhaupt nicht, weißt nein. Du? Überhaupt nicht. Also mit dir würde ich jetzt auch noch den ganzen Tag verbringen und ich verbringe gar nicht so gerne so lange sind Zeit mit. Sind wir denn noch Freunde denn oder ist das anmaßend? Ich hab, sind wir jetzt Freunde? Naja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Möchtest du, dass wir Freunde sind? Ich will mich auch nicht aufdrängen. Also ich möchte jetzt, da müssen wir jetzt auch noch mal gucken, ob wir das so drin lassen, dass ich mich ja nicht aufdrängen möchte. Nee. Ich möchte dann jetzt nicht betteln. Ich hab kann ja Freunde. Willst du mein Freund sein? Naja, guck mal, wir sind fast gleich alt. Wir ja. haben viel Elend hinter uns, du oh, beim ja. SWR, ich beim RBB. Ja. Also wir haben Gemeinsamkeiten. Oh ja. Ist jetzt keine platonische Freundschaft. Also ich möchte gern dein Freund sein, Kurt. Herr Krömer. Läuft das so ab? Ich glaube, ich hab... Ist das jetzt nicht wie zwei Sechsjährige? Wir gehen auf die 50 zu.
Okay, wie macht man das? Staatstragender sein. Dann nicht einfach, darf ich dein Freund sein? Oder sehr geehrter Herr Kulmach. Schreiben? Ja, nein, kreuz bitte an. Wollen wir zum Notar gehen? Oder was? Ja, so läuft das doch in unserem Alter. Ich kann doch nicht zu dir hingehen und sagen, willst du mein Freund sein? Das ist doch, also, das dann, geht doch nicht. Ja, aber so könnte man es nicht. Ich möchte ja nicht keine oberflächliche Fernsehfreundschaft haben, dass du dann immer zu mir nach Berlin kommst und wir gehen ins Grill Royal oder so eine Scheiße. Ich brauche richtig. Wir tauschen Nummern. Sowas. Das machen wir jetzt. Komm. Wir tauschen Nummern. 0172. Warte, das ist doch nicht wirklich. Ich hab dich jetzt kurz genannt, ist das okay? Das ist Köln! Warte, so. Jetzt kannst du die hier eingeben, weil sonst weiß ja jeder deine Nummer. Das wollen wir ja nicht. Gib mal ein und dann rufe ich dich einmal an. Ja. Das mache ich nicht, um dir meine Nummer zu geben, sondern um zu testen, ob du mir die richtige Nummer gegeben hast. Also 0172 433 8871. Okay. So, ich rufe es mal an. Und wenn es jetzt nicht klingelt, dann sind wir keine Freunde. Klingelt's? Ihr müsst meine Nummer blören! Ihr müsst meine Nummer blören! Sonst rufen mich Leute an! Wer ist denn das? Hallo? Hallo? Ja, ich kann jetzt gerade, ich bin im Dreh. Ich dachte, wir sind Freunde und ich kann dich immer anrufen. Ach, du bist es. Ach, Kurt. Ach so. Warum rufst du mich denn an? Als Freund ruft man nicht an, dann kommt man persönlich vorbei. Ja, ich wollte erst mal fragen, ob ich persönlich vorbeikommen kann, weil ich weiß ja nicht, ob du gerade beschäftigt bist, zum Beispiel drehst oder so. Ja, ich bin gerade in München. Ah, München ist schön. Wie ist das Wetter da? Wo bist du? In Berlin. Schade, ach so, ich dachte, du bist schade, vielleicht da. Sonst hätte man sich treffen können. Ach Mann. Nee, ich bin in München heute bei Wetten, dass und brauche noch ein Hemd. Dann sag, wer macht denn gerade Wetten, dass? Das wechselt ja so. Mit wem reden Sie gerade? Auch ein Berliner. Ja? Sind Sie auch aus Berlin? Ja, klar. Mit wem sprechen Sie? Ich spreche mit meinem alten Freund Phil Dohle. Können Sie mal einen Gruß sagen? Der hat eine Augenoperation hinter sich. Haben Sie eine Augenoperation hinter sich? Ja. Wer hat eine Augenoperation und hinter können Sie sich wieder gucken? Jetzt kann ich wieder ganz prima. Wird gut, ja? Ah, okay. Sag ihm mal einen schönen Gruß. Schönen Gruß von Pierre M. Krause, soll ich Ihnen sagen. Kennen Sie den? Wen? Pierre M. Krause. Ja, natürlich. Was hat der für eine Sendung? Gute Unterhaltung, Kurzstrecke, Krause kommt und Markus Lanz. Ich muss zu lange überlegen. Ach du, Pierre. Kurt? Ja, alles Gute. Alles Gute, tschüss. Darf man jetzt sagen, wir sehen uns, oder? Darf man jetzt sagen, wir sehen uns? Also er hat, ihm geht's besser, er kann sehen. Das ist ein Wunder. So, also wollen wir jetzt sagen, ist es grün und gucken, was mit dem Kameramann passiert? Ist grün. Er sieht es. Ach so, er sieht es ja auch. Dann kaufe ich mir jetzt ein Hemd und dann treffen wir uns bei Streeter, oder was? Da hast du was dann ist heute. Wenn das jetzt bei Streeter schöner wird als bei dir? Wird's nicht. Darf ich dir das denn sagen? Dass ich dann sage, pass auf, wir sind Freunde. Ich war bei Streeter, das war richtig geil. Nicht so wie bei dir. Das wäre die Wahrheit. Es würde mir natürlich schon das Herz brechen. Und es würde was verändern in mir, auch unsere Beziehung angehend. Aber ich müsste es akzeptieren. Was wollen wir uns noch Kölsch Wasser kaufen? Willst du Kölsch Wasser? Ja. Dass ich mich revanchiere bei dir, oh, dass ja, voll du eine gerne Flasche Kölsch Wasser kriegst. Das nett. Wir das kaufen noch Kölsch Wasser. Haben wir gerade spontan entschieden. Ich hoffe, es ist okay. Kannst du mir 300 Euro geben? Oh, man wirkt. Ist es wirklich wie trinkst es nicht? Es ist wie bei Oma. Ja. Es ist wie bei Oma. Oma hatte das immer. Oma hatte die Seife, diese harte Seife. Aber weißt und du was? Das, und dann immer die Tücher. Ja, genau. Die Tücher. Und hiermit kriegt man, glaube ich, Leute, die ohnmächtig sind, auch wieder wach. Ja, so wie riecht das? So, dann lass mal. Wir machen hier, weißt du, wie Blutsbrüderschaft? Wir können das hier so. So, machst du bei dir auch? Und dann können wir so, als hätten wir Blutsbrüderschaft gemacht, so machen. Ja. Jetzt sind aber wir jetzt sind Freunde wir wirklich Leben. Freunde. Das gilt auch. Weil das macht nicht jeder. Das macht wirklich nicht jeder. Ich sag jetzt kurz. Durch meinen Körper geht jetzt auch irgendwas. Oh, durch meinen auch. Also jetzt bist du wirklich mein Freund. Das hat mich jetzt, das hat mich überzeugt. Ich hab's berührt. Ja. So eine Freude. Das war jetzt ein Spaß gewesen, aber das wird jetzt wirklich, glaube ich, der schönste Tag in meinem Leben heute.
Hier wäre jetzt Lego, die hätten bestimmt auch eine Rolex, dann würde ich mir die nachbauen. Da darf ich nicht rein, ich bin Legostheniker. Warte, kurz auslachen lassen zu Hause jetzt. Und weiter. Guck mal, er jetzt hier. Ja. Ja. Du hast mich doch jetzt erkannt, oder? Ja. Können wir das mal jetzt? Ja. Guck mal, er hat jetzt, ich hab's gesehen, ein Foto gemacht von mir, heimlich, wo ich jetzt 12 Euro gleich für dich von dir kriege. Ja, klar. Aber du hast mich erkannt, aber nicht angesprochen. Ja, weil warum? Die Kamera läuft. Ich wollte eigentlich fragen, hast du ihm gesagt, wie du die Seifenblasen findest? Ja, toll. Ja, das ist ja ein Angestellter von mir. Warum hast du kein Geld gegeben dann? Weil ich keins hab. Ah. Ich hab alles ausgegeben heute für... 12 Euro. Ja. Nee, 15. 15, ach so. Kann ich das Foto mal sehen, was du gemacht hast? Ich will ein Video. Ach, ein Video? Ja, ja, klar. Na, da sind wir gleich im dreistelligen Bereich. Geht gleich an Mama und Papa. Die mögen dich. Toll. Ja, ach so, ne? Du magst mich gar nicht, nur für deine Alten oder was? Bei Hand of Blood habe ich zum Beispiel auch gesehen, aber ich kenne dich auch aus dem Fernsehen. Da in die Kamera musst du sprechen. Natürlich, aus dem Fernsehen kenne ich auch. Sag mal Legende oder irgendwas. Krasse Legende, also immer gucken, immer. Witzig, auch zu den Shows gehen. Und Kurt Krömer auch. Ja. Und würdest du jetzt mal sagen, dass ich zugenommen habe? Ich bin nicht drauf geachtet, nein, auf jeden Fall. Schlank geblieben. Nee, hat er ganz frei mit sich selbst trainiert. Ich liebe dich. Ja. Du bist deine Eltern. Alter, viel Spaß noch, ne? Ja, euch auch. Ne? Tschüss. Siehst du, so sind meine Diana, Fans. Diana, Einverständniserklärung und so? Der ist über 18. Bist du über 18? Hä? Bist du über 18? Ja. Dürfen wir das senden? Ach super. Dürfen wir das senden? Ja, dürfen wir. Hast du es drauf? Danke. Ja, ich möchte es aber nicht. So. Der kauft jetzt wirklich ein Hemd, so wie die ganz normalen Leute. Wollen wir ein Taxi nehmen und dann zum Sträter fahren? Aber wo finden wir jetzt ein Taxi? Ah, keine Ahnung. Vielleicht am Dom? Ja. Wir gehen zum Dom und holen uns ein Taxi. Wir treffen uns beim Sträter. Das ist ein sehr, sehr schönes Hemd. Wirklich. Das Hemd steht dir super. Ja, toll, wa? Und krass und so. Ja, nee, trägt mich auf. Wahnsinn. Und wenn du das Hemd anziehst, dann sieht es gleich so aus, als hättest du einen Anzug an irgendwie. So. Ja, ja, klar. Ich hab mich so umgezogen. Krass. Kriegen wir das hin durch den Schnitt? Ja, du. Fix it in the post. So, da kommt der. Ja, jetzt trennen sich unsere Wege. Das tut mir sehr leid. Guck mal hier. Ja. Hallöchen. Thorsten. Welche natürliche Situation. Ja, ja Mensch. Gut, schön, dass du da bist. Nein, das ist schön. Das ist mein bester Freund. Ja, meiner auch. Aus Baden-Württemberg. Also den teilen wir uns. Die. So, bei dem ist alles aus Gold. Ja. Absolut. Wir machen ein Sandwich, ich in der Mitte. Gut. Das klang komisch, ich meinte es gar nicht so. Jetzt, SWR, RBB, WDR, das ist so die Elefantenrunde. Ja. Wahnsinn. Wollen wir nicht mal so einen Presseclub zusammen machen? Und immer sonntags um... Nicht um 11, aber so um 18 Uhr? Ja. Ja. Und wie nennen wir es? WDR Frühstücksfernsehen. Sowas. Ja, um 18 Uhr am Samstag. Und im Presseclub früher wurde ja sehr viel geraucht. Jena. Das könnte man jetzt mal wieder einführen. Ich versuch's mir. Ich würde es mir lieber einführen, als sie zu rauchen. Die. Ich muss es mir ja abgewöhnen. Aber warte, auslachen. Das habe ich jetzt ihm schon beigebracht. Lass erst mal zu Hause auslachen. Weil oftmals ist es so, dass die so laut lachen, dass man nicht das hört, was wir jetzt sprechen. Und dadurch können wir Fans auch verlieren. Absolut. Die dann sagen, ich finde die scheiße. Ja. Ich habe nicht verstanden, was die jetzt gesagt haben. Die Leute sollen ich glaube die aber, auch kapieren, die Möglichkeit haben. Dass sie ausgelacht haben jetzt. Ich glaube auch. Was ist mit Pierre? Ich habe den Schlüssel weggeworfen. Das war dumm. So, rauchen wir jetzt alle? Tick, Trick und Trottel. Wir sagen aber nicht, wer der Trottel ist. Die. Oder? Oh, ich glaube, ich bin der Trottel. Trottel. Einer von uns. Ich finde wirklich das schön. Ihr seid, wir sind so nah an den Avengers wie kaum sonst einer. Ja, ja. Auch optisch. Wir sind die Fantastic Five, die Fantastic, auf der Suche sind nach noch zwei anderen. Die vier furiosen Sechs. Wir brauchen gar keine zwei anderen, weil wir sind zu dritt schon. Drei Männer, vier Welten. Ja. So. So, einer von uns dreien muss ja jetzt sein Team nehmen und gehen. Stimmt. Wer von uns ist es? Dann vielen Dank, Thorsten. Wir haben schon aufgebaut. Ach so, ihr müsst ja in die Probe jetzt. Nee, wir haben noch Zeit. Halte ich euch? Das ist eigentlich nichts. Ach so, blöd. Wir können einfach noch... Ja, habt ihr was vorbereitet? Hauptsache, dir geht's gut. Weißt mir geht's das sehr gut. Ja, das ist ja dein Tag heute. Finde ich fantastisch. Ich weiß nicht, aber wenn man jemanden wie dich da hat, man will den gerne festhalten. So bitte? Wie schön, wenn du noch einen Moment hier bleibst. Ich kann mich auch ins Publikum setzen und so peinlich klatschen anstellen, wo es gar nicht angebracht ist.
Du wirst heute keine Stelle finden, wo es angebracht ist. Von daher würde es uns freuen, wenn du unser Gast bist. Ich glaube nicht. Ich glaube, ihr könnt es auf einem guten Niveau über ernste Themen reden und trotzdem dabei unterhaltsam sein. Das ist wirklich eine Kunst, das meine ich ganz ernst. Und das können ganz wenige, ihr könnt das auf jeden Fall. Mhm. Wirklich? Ich möchte, dass du jetzt gehst. Ich gehe. Mein bester Freund. Ja, das war mir wirklich, eine große Freude. Du bist auch mein bester Freund. Danke, netter Kontakt, gerne wieder. Ja. So. Dann mach's gut. Alles ich gehe jetzt raus und Dankeschön. Ihr habt eine schöne Sendung. Bis bald. Tschüss. Lad mich mal wieder ein. Jederzeit. Du hast eine Kamera auf uns. Dann fahr ich jetzt los. Kannst auch kommen ohne Anmeldung. Okay. Ja, mach. Lässt Pierre jetzt sein ganzes Team mit zurück, nur wegen des dramatischen Effekts? Ihr könnt das Team behalten. Das ist eine Geste der Freundschaft. Damit man denkt, er geht alleine. Was für eine verstiegene Nummer ist das denn? Voll albern. Fernsehen geht anders. Pierre M. Krauses Kurzstrecke. Liken. Kommentieren. Abonnieren. Jetzt.